freue mich, dass ich heute Abend hier zu Ihnen sprechen darf. Ja, es ist ein großer Kreis. Unsere Projekte laufen nicht so, wie wir sie wollen. Ja, und zwar verfehlen wir unsere Projektziele, Kosten, Termine, Qualität. Also das Übliche. Ja, jetzt fragen Sie natürlich, jetzt sind Sie ja Wissenschaftlerin, wissen offensichtlich ja alles. Ja? Also woran liegt es denn? Und da haben wir mal geklustert. An erster Stelle übrigens denkt man immer an die Technik. Ja, wir bauen Unikat-Charakter. Ja, wir haben technische Komplexität. Ja, wir müssen gucken auf die Planungskonsistenz. Ja, wir haben Passfähigkeit zum Bestand und so weiter. Dann haben wir Projektmanagement, da denkt man auch noch dran, so diese Hard Facts. Wir haben lange laufende Projekte, wir haben harte Vertragsbedingungen, wir haben wechselnde Ansprechpartner dort, ja? Schwierige Verträge und. Okay, aber was man meistens nicht an erster Stelle denkt, sind die weichen Faktoren hier auf der anderen Seite. Und zwar Kommunikation und Kultur. Und als die Bauleute, was ist das jetzt hier? Ja, ich greife mal zwei Sachen raus. Realisierungsoptimismus. Kennen wir alle. Großprojekt, sag mal, der Infrastruktur geht es aber im Hochbau oft nicht anders, ne? Also bei den ganz großen Dingern. Ja, die Ingenieure kriegen das, soll mal berechnen, wie lange dauert das und wie viel kostet das. Sagen die, naja, dauert 10 Jahre, ne? Kostet irgendwie, keine Ahnung, 500 Millionen. Dann kommt irgendwer und sagt, nee, dauert 5 Jahre, kostet nur 300 Millionen. Und bevor der erste Pinselstrich gemacht ist, bevor man überhaupt anfängt zu planen, haben wir die Risiken schon eingekauft. Ja, und hinterher erinnert sich übrigens, werden die Ingenieure verprügelt. Ja, uns erinnert sich keiner mehr daran, wer diese Erfahrung sozusagen, wer diese Entscheidung getroffen hat. Ein Riesenthema. Zweites Thema, Fehlerkultur. Auch eins meiner Lieblingsthemen. Habe ich früher immer meinen Projektleitern gesagt, ja, und erzähle ich heute meinen Studenten. Sage ich, ja, ich halte überhaupt nichts vom Null-Fehler-Prinzip. Gar nichts. Gucken Sie sich großen Augen an. Wie dürfen wir jetzt alle Fehler machen? Wenn Sie solche großen Projekte realisieren, ganz ehrlich, dann passieren Fehler. Sie kriegen so ein komplexes Vorhaben überhaupt nicht hin, ohne dass Sie Fehler machen. Sie machen nicht den millionsten PKW, den Sie vom Band schieben, ja, wo ganz genau festgelegt ist, welche Umdrehung sozusagen die Schraube hat. Ja. Sondern Sie machen Unikate und da werden Fehler gemacht, ganz ehrlich. Wenn Sie jetzt aber die Maxime rausgeben, wer Fehler macht, Kopf ab, ja, was passiert dann? Dann sagt der Ingenieur, oh, habe ich da was übersehen? Ja, will ich aber lieber nicht sagen, weil Kollege, weiß ich, hat auch einen Fehler gemacht. Wenn der das sagt, ja, dann schwimme ich im Windschatten mit. Ja? Und dann passiert Folgendes, 2 Wochen vor der Inbetriebnahme, ja, heißt es, der Brandschutz ist nicht in Ordnung, ja, und Jahre später wissen wir immer noch nicht, wann das Ding in Betrieb geht. Ja, ich brauche gar nichts zu sagen. Das hat mit Fehlerkultur zu tun. Jetzt sage ich nicht, macht alle Fehler ohne Ende. Ja? Wenn man 10. Mal den gleichen Fehler macht, dann haben wir auch ein anderes Thema. Ja? Aber wir brauchen eine andere Fehlerkultur. Und wenn ich irgendwo sage, da ist was falsch gelaufen, dann muss ich so früh wie möglich sagen, und den muss ich eigentlich belohnen. Weil dann setzen wir uns zusammen hin und dann können wir auch gegensteuern und dann wird es auch was. Ganz klar. Also, wir haben natürlich uns auch ein bisschen, wie soll ich sagen, wissenschaftlich jetzt angeschaut, ja, wie werden denn jetzt diese einzelnen Kategorien, wie werden die eigentlich bewertet? Und wenn wir erfahrene Projektleiter fragen, dann ist interessanterweise sagen, 45% ist die größte Herausforderung, die Kommunikation, die weichen Faktoren. Und wenn ich jetzt noch Kultur dazu nehme, bin ich bei 2/3. Ja? Und Technik, sagen die, ach, Technik ist eigentlich okay, Technik kriege ich in den Griff. Da findet sich immer eine Lösung. Ganz erstaunlich eigentlich. Also Kommunikation ist ein Riesenthema. Building Information Modeling, weil ich glaube, in dem Kreis muss ich es nicht grundlegend erklären. Die es vielleicht noch nicht so gut wissen, mir ist ganz wichtig, nehmen Sie mit, es ist eine Methode, es ist keine Software, ich brauche Software dazu, aber es ist eine Methode. Und letzten Endes ist es eine Methode der Zusammenarbeit in einem Projekt und dabei nutze ich sozusagen dieses digitale Bauwerksmodell. Ja, so kann man es vielleicht knapp zusammenfassen. Und es geht idealerweise dann über alle Phasen. Ich kann quasi eine Bestandsaufnahme anfangen, kann über die Planung gehen, das gleiche Modell im Bau benutzen und dann für den Betrieb sozusagen nutzen und gegebenenfalls auch für den Rückbau. Ja, man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass heute die Pilotprojekte, die wir haben, in der Regel nur 1 oder 2 Phasen betreffen. Also wir haben kaum Pilotprojekte, ganz, ganz vereinzelt, die sozusagen tatsächlich diese Perspektive machen. Aber damit
Und das kommt aber dann auch. Damit entsteht der große Mehrwert natürlich, wenn wir dann den ganzen Lebenszyklus haben. So, und was steht aber über allem? Wir haben hier natürlich ein Informationsmanagement und wir haben wieder das Thema Kollaboration. Also beides wieder Themen, die sozusagen auf die Kommunikation und so weiter einzahlen, ganz klar. So, und jetzt sagen natürlich viele, ja, wenn ich das jetzt einführen soll, das ist ja so schwierig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann empfehle ich immer 4 Punkte. Das sind die 4 Punkte, an die Sie sich sozusagen orientieren können. Wir haben einmal, müssen Sie gucken, sich anschauen, die Methodik und Struktur. Das heißt, wie bauen Sie eigentlich Ihre Prozesse auf? Wer hat welche Rolle? Wer hat welche Verantwortlichkeiten? Ja, ganz klar. Das Zweite, naja, wir müssen ja auch alle leben, ne? Also wir brauchen auch vertragliche Sicherheit, vertragliche Rahmenbedingungen. Wie vereinbare ich das letzten Endes mit meinen Partnern? Dann ganz, ganz wichtig, Qualifikation, die Menschen mitnehmen, je nachdem in welcher Rolle sie sind, nicht nur die eigenen aus dem eigenen Unternehmen, sondern gegebenenfalls auch Partner, die sie einbinden. Das Thema Team haben wir vorhin auch ganz groß gehabt, also Qualifikation und natürlich IT. Ich brauche auch eine entsprechende IT-Struktur für das Ganze. Diese 4 Themen sind eigentlich die Sachen, die Sie sich angucken müssen, wenn Sie BIM implementieren wollen an der Stelle. So, und jetzt haben wir natürlich gefragt, wir haben eine große Umfrage gemacht und haben gefragt, was sind denn eigentlich jetzt die Potenziale an der Stelle? Welche einzelnen Punkte bringen uns denn was, wenn wir BIM anwenden? Und wie zahlt das ein auf diese großen Themen, die wir vorhin hatten, also Kommunikation, Projektmanagement, Technik und Kultur? Und jetzt können Sie aber vielleicht nicht alles sofort lesen, aber ich greife mal so ein paar Sachen raus. Also wir haben in der Kommunikation eine sehr hohe Zustimmung bekommen für das Thema BIM-Plattform und Common Data Environment. Ich erkläre das gleich, keine Sorge, in der Planungsphase. Also letzten Endes eine gemeinsame IT, die für diese Zusammenarbeit steht an der Stelle. Da haben wir eine sehr große Zustimmung, sowohl in der Planungsphase als auch in der Ausführungsphase. Das ist das, was am höchsten sozusagen in Summe bewertet wurde. Und natürlich auch so ein bisschen das Thema Visualisierung der Planung, aber eben auch ein paar andere Themen, die noch mit hier sozusagen eine Rolle spielen. Weil jetzt geht es natürlich immer um Rollenmodelle. Und da werde ich oft gefragt, ja, wie kann man das denn jetzt eigentlich abbilden? Wer macht denn eigentlich was? Ja? Und deswegen habe ich das nochmal mitgenommen, so eine Projektorganisation. Bevor ich zu IT gehe, muss ich ja wissen, wie organisiere ich das Projekt. Und das ist ja heute nicht wirklich festgelegt. Die Definitionen gehen da auch so ein bisschen auseinander. Aber damit haben wir einfach sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man sozusagen auf der Auftraggeberseite eine Kompetenz hat, die sozusagen sagt, was will eigentlich der Auftraggeber von diesem BIM-Modell haben? Die sogenannten AIAs, also Auftraggeberinformationsanforderungen. Der sagt also, was möchte ich aus dem Modell lesen? Wie möchte ich die Verantwortlichkeiten grundsätzlich geregelt haben? Und der hat den sogenannten BIM-Manager bei sich. Ja, das ist entweder jemand vom Auftraggeber selbst oder jemand, den der Auftraggeber quasi dafür beauftragt, so wie ein Projektsteuerer. So, und dann gehen wir auf die Auftragnehmerseite, ja. Und hier braucht der natürlich, der grüne Helm braucht quasi einen Ansprechpartner. Der braucht nämlich so jemanden, der quasi das Projekt koordiniert. Beim Objektplaner zum Beispiel angesiedelt, ja. Oder beim Verkehrsanlagenplaner in der Infrastruktur. Und die schreiben quasi diesen BIM-Abwicklungsplan. Also wie machen wir es jetzt tatsächlich operativ sozusagen in dem konkreten Projekt? Und natürlich gibt es jetzt noch weitere Fachplaner und auch die brauchen einen Ansprechpartner. Wenn das jetzt kleine Unternehmen sind und deswegen sind das als Helme abgebildet, sind das nicht unbedingt Einzelpersonen. Sondern es kann auch sein, dass es der Planer in Personalunion ist, aber ich brauche die Rolle. Also ich brauche die Rolle dort. Und das muss ich sozusagen festlegen. So, und wenn ich jetzt auf einer gemeinsamen Plattform arbeiten möchte, und das ist was ich da sehr empfehle, dann brauche ich sozusagen so ein sogenanntes Common Data Environment oder kurz CDE. Wer sich es nicht merken kann, wer A nach sagt, muss auch B sagen und dann kommt CDE. Also man kann sich das ganz gut merken. Genau. So, da habe ich dieses BIM-Modell, ein komischer Begriff, Single Source of Truth. Das heißt, das BIM-Modell ist sozusagen die einzige Quelle der Wahrheit. Also das BIM-Modell ist sozusagen das, was zählt, nicht mehr irgendwelche anderen Sachen. Und darüber rede ich. Und dann brauche ich quasi auf dieser Plattform mindestens den Bauherrn, Generalunternehmer und Generalplaner oder eben Objektplaner und idealerweise auch meine Nachunternehmer und Fachplaner. Sehr schön wäre die Genehmigungsbehörde, da sind wir teilweise noch nicht oder überwiegend leider noch nicht. Wer nicht drin ist, ist die Politik und die Öffentlichkeit, ganz klar.
die sind natürlich nicht involviert, sondern das ist ein Arbeitsinstrument genau von dieser Runde letzten Endes hier. Ja, und was können wir davon erwarten? Wir können erwarten, dass sich die Kollaboration und zwar entscheidend verbessert, also die Zusammenarbeit. Ja, digitales Bauen wird die Baubranche grundlegend verändern und wer es beherrscht, der schlägt die Brücke in die Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.